Ort, in dem Goethe gelebt hat. Und Goethe hat natürlich an vielerlei Veranstaltungen teilgenommen. Und an einer solchen Veranstaltung wurde er gebeten, doch für die Runde mal ein Gedicht zu schreiben. In diesem Gedicht sollten zwei Begriffe vorkommen: Haustürklingel und Mädchenbusen. Naja, da waren sie alle schon sehr gespannt, was wird der große Meister mit diesen beiden Begriffen wohl anfangen. Und er kam so nach 10 Minuten zurück, nachdem er sich das reiflichst überlegt hatte, und bot folgendes Gedicht der Gesellschaft zum Gehör: Die Haustürklingel an der Wand, der Mädchenbusen in der Hand, sind beides Dinge wohl bekannt. Denn wenn man leise sie berührt, man unten draußen heimlich spürt, dass dort einer steht, der sehnsuchtsvoll um Einlass fleht.